Hallo liebe Filmfreunde, hier ist Fohlen 80 und wie ich auch schon bei der Spider-Man-Trilogie beim Ultimate Hero Pack angekündigt habe, ist hier nun die Ghostbusters Ultimate Hero Edition, werde ich jetzt vorstellen, auch für 40 Euro beim Mediamarkt gekauft, sonst ebenfalls auch 110 Euro und wirklich ein sehr großes Schnäppchen bekommen von meinen Mediamarkt-Mitarbeitern. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür, ihr seid die Besten, wie ich auch schon beim einen wieder erwähnt habe und ich werde es auch beim nächsten auch nochmal sagen, denn das muss man einfach ehren, solche Sachen, denn das macht nicht jeder für einen. Ja, ihr seht schon, ist schon aufgerissen, aber wurscht in der Sepp, geiles Teil. Und ich mache einfach mal ganz und gar auf. Und ja, das Hero Pack ist an der Seite überall grün, der Slime, das soll ich mich darstellen, hier alles für das Slime. Hier eben Ghostbusters Limited Edition, Deluxe Edition. Mit Part 1 und Part 2. Und hier befindet sich auch dieses 2-Disc-Steelbook drin, die in der Erstauflage sehr begehrt war. Und ich habe es mir nicht gekauft, da ich wusste nämlich, dass nämlich die nämlich noch bei unserem Mediamarkt rumsteht. Und man muss bloß ein bisschen warten. Ja. Auf jeden Fall. Schönes Teil auch, ist aber die kleinste Box von den ganzen anderen, also als die anderen. Aber trotz alledem, die Figur drin ist, gefällt mir auch sehr gut, wo ich jetzt schon mich schon von außen sehe. Und ich zeige euch mal, was alles darin enthalten ist. Der Inhalt ist beide Teile der legendären Ghostbusters im stylischen Blu-ray-Steelbook. Teil 2 erstmals auf Blu-ray-Disc erhältlich. Hochwertige Collector's Edition Figur von Slimer. Inklusive edler Base mit Titelschriftzug und ist exklusiv streng limitiert und nummeriert. Eine Laufzeit der beiden Filme geht 213 Minuten und natürlich ein richtig cooles Teil und auch richtig coole Filme, die ich auch über alles liebe. Und hier unten ist dann die Limitierungsteil da drauf. Da muss ich jetzt kurz gucken. Es könnte 1297 heißen. Ich halte euch mal die Kamera. Vielleicht habt ihr eine Idee, was das heißen könnte. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich mache einfach mal das schöne Teil auf. Und schauen wir uns mal das Teil an, wie es innen drin ausschaut. Hier eben mit Schutzhülle. Und hier befindet sich schon mal das Ghostbusters 1 und 2 Steelbook. Und ein bisschen ein Bausatzanleitung für dieses Teil. Machen wir erstmal eben diese Bausatzanleitung. Nämlich hier, so schaut nämlich der Slimer aus und so wird eben dann das Ding zusammengebaut, wie es sich eben gehört. Ich hoffe, da ist alles drin. Denn nämlich die Box nämlich extrem leicht, muss ich zugeben. Ja, wir machen aber erstmal eben das Steelbook hier. Ghostbusters 1 und 2 in Maße in 4K. Und hat einen Lauf von 213 Minuten. Und hier ist auch einiges an Specials dabei, die hier auch draufstehen. Ghostbusters 1 ist Who Gonna Call, eine Ghostbusters Retrospektive. Diskussionsrunde mit russischer Evan Whiteman und Dan Aykroyd. Ein Musikvideo, ich denke mal, Ghostbusters. Poster Kunstgalerie sowie Original Special Features. Dann Teil 2. Time is but a window, Ghostbusters 2 und darüber hinaus Diskussionsrunde mit Regisseur Evan Reitman und Dan Aykroyd, entfallende Szenen und ein Musikvideo Own Your Own. Hat wieder einiges an Toneinheiten drauf, Deutsch, Englisch natürlich. Und jetzt tun wir einfach mal diese Folie hin abmachen, die Banderole, und gucken wir uns mal an, wie es denn so ausschaut. Und ich kann euch sagen, das schaut richtig gut aus. So schaut's aus. Ghostbusters oben ist hier wieder komplett geprägt. Auch der Marshmallow Man hier, das ist der Geist, die ist auch komplett geprägt und schaut echt richtig cool aus. Ist auch leicht glänzend, hat auch wieder einen geprägten Rahmen, wie eigentlich fast jedes Steelbook zur Zeit hat. Und schaut richtig geil aus. Können wir die Sau. Machen wir mal auf. Und hier befindet sich in dem Ghostbusters 1. Und hier befindet sich dann Ghostbusters und 2. So. Jo.
Und dann noch eben das Innendruck mit dem wunderschönen Ghostbusters Auto. Und hinten drauf eine lustige Zeichnung, zumindest ein Bild vom lieben Slimer, der so aussieht und schaut richtig stark aus, quer mir wie die Sau. Also auch ein sehr schönes Steelbook, was ich auch froh bin, jetzt auch in meinen Händen halten zu dürfen. Und echt cool. So, und was kommt jetzt? Richtig. Und zwar das... die Figürchen. So, ich hoffe, die ist enthalten, weil nämlich das Teil ist wirklich extrem... extrem leicht. Aber ich glaube, es schaut gut aus, denn... die Klebefläche ist da auch so. Nein, das kleben. Meine armen Haare hier. Und eben dann noch das nächste Teil noch aufmachen. Das ist hier der Anfang, wie es ausschaut. Das geht ja. So. Trommelwirbel. Sau geil. Sehr schön. Also erstmal hier, der Ghost, der Slimer an sich ist eine sehr glatte Oberfläche und die Augen leuchten rot. Und echt cool. Ich halte es mal in die Kamera rein. So sieht er aus. Hier die Zähne, hier die Augen, hier die Hand, hier die andere Hand. Und dann hier das Ärschlein, eine Murmel. Und eben hier auch natürlich die Falten dann von ihm. Und hier ist dann der Satz, das Ding zum Reinstecken, das wir auch gleich mal tun werden. Denn aber er bleibt auch so schnell, also braucht man, kann auch so stehen bleiben. Finde ich schon mal sehr gut. Und hier noch das Ghostbusters Zeichen als mit Base. So, und auch hier kann ich das nicht entziffern, was das für eine Zahl ist, Mann. Ich kann es nicht entziffern. Ohne Scheiß. Ja, also hier eben dann das Ghostbusters Logo mit hier unten mit dieser Base, wo halt eben Ghostbusters draufsteht. Und hier ist eben dieses Zeichen auch mit dem Slimer festgeslimed. Und hier unten drauf eben dann die Limitierungsnummer, die ich echt nicht entziffern kann. Vielleicht wisst ihr das, was das heißen könnte. Echt null Ahnung. Keine Ahnung, was das heißen kann. Ja. Und dann stecken wir einfach mal das, die nehmen wir mit rein. Geht sehr fest. So schaut es dann aus. Also absolut cool. Quemme wie die Sau. Und auch eine sehr schöne Figur wieder mit dabei. Zu diesem Ultimate Hero Pack. Absolut klasse und hochwertig. Sehr schön gemacht. Aber 110 Euro ist trotzdem ein saftiger Preis für diese Figur. Muss ich echt zugeben. Und ja, ich bin froh, dass ich weniger gezahlt habe. Trotz alledem. Ja. Und das war es nun von dieser kleinen Vorstellung von Ghostbusters 1 und 2 in der Ultimate Hero Edition. Und ich hoffe, das wird euch wieder gefallen. Ihr könnt mich nun abonnieren. Hier, Entschuldigung, hier. Und das nächste Video ist eben dann die große Box von Underworld Quadrology in der Limited Edition mit dem Lucana-Figur. Und die schaut richtig geil aus. Bleibt dran, schaut weiter meine Videos an und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 86. Ciao!